nicht so wichtig. Hallo. Oh nein! Lilly, was passiert? Was ist los? Los. Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Warum hast du sie kaputt gemacht? Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Der Papa macht das nicht. Die Mama macht das. Papa muss trinken. Irgendwas stimmt mit ihm auch gerade nicht. Sebastian? Wahrscheinlich ein bisschen Mangelerscheinung, alles in Ordnung? Weil er sich erinnert. Er fühlt ich sich habe sichtlich eine wunderbare nicht wohl. Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm du selbst. Her, du arbeitest zu viel. Du bist ja hier du ganz arbeitest. Durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? So, wird's jetzt mal gruselig? Wenn ich irgendwas mit Wohnung und Familie spielen will, spiele ich die Sims. So. Nicht, dass ich das hätte. Ist das der richtige Ort? Schauen wir mal. Ah, oben links Anzeige, die ist, wenn ich mich recht erinnere, so wie im ersten Spiel auch. Dann sollte eigentlich auch unten rechts, wo mein wunderbares Gesicht liegt, auch nichts weiter Wichtiges aufploppen im Verlauf des Spiels. Hin und wieder werde ich den einen oder anderen Untertitel zum Teil verdecken, aber das, es wird ja auch gesprochen. Also von dem her, schätze ich mal, wird das kein großes Problem sein. Rote Tür. Sie haben mich gezwungen, da reinzulaufen. Ich gucke mich aber trotzdem erstmal ein bisschen um. Ich muss mich immer umsehen. Oh nein, wir haben wieder eine. Wir haben wieder eine Dingsbums. Eine Stamina-Anzeige. Das heißt, er kann wieder nur exakt 15 Meter rennen und dann geht ihm die Puste aus. Es gibt ja bei der amerikanischen Polizei kein Ausdauertraining. Dann werde ich mich höchstwahrscheinlich auch wieder an der einen oder anderen Stelle auf dem Stuhl setzen können oder so ähnlich, um meine Abilities aufzuwerten. Oder irgendwie anders. Ach, das ist ein Bild von einer Tür nur. Wo ist das Bild von einem Kerl, der durchläuft? Haben wir eigentlich eine Taschenlampe? Ah, wir haben eine Taschenlampe, okay. Das ist wichtig. Im Dunkeln ist es wichtig. Wenn es hell ist, nicht so. Hier ist wieder hell. Interessant. Steht da auch 102? Ja. Zimmer 102. William Baker. Ah, den suchen wir doch. Okay, es wird langsam etwas spannender. Da bin ich jetzt auch ein bisschen erfreut. Was ist das denn? Ich weiß es nicht. Das scheint eine wichtige Tür zu sein. Die sieht zumindest mal wichtig aus. Kann ich Licht ein- ausschalten? Nein. Okay. Gehen wir mal rein. Zum Suchteam. Baker. Das ist... Also, das ist... Also... Ich will nicht merkwürdig klingen, aber ich finde das wunderschön. Ich finde das wirklich wunderschön. Es birgt eine gewisse Ästhetik. Er hat offensichtlich einen Kopfschuss bekommen. Oder wird noch bekommen. Wer weiß, vielleicht können wir das ja verhindern.
Beziehungsweise ich schätze sogar, dass wir das verhindern können. Aber hier scheint uns... Wie bitte? Hier scheint man uns zeigen zu wollen, was es zu verhindern gilt. Vielleicht irgendwie so, keine Ahnung. Oder was unvermeidbar ist. Auf jeden Fall ist... Das ist echt der Hammer. Diese Gewalt, diese rohe Gewalt, dieses Blut, dieser Gore. Okay, hier, irgendjemand hat merkwürdig gegrinst. Es ging eine Tür auf. Wahrscheinlich jene. Oder... Wo sind wir eigentlich reingekommen? Da, glaube ich, ne? Und da vorne ist auch nochmal so ein Durchgang. Jetzt machen wir erstmal das hier. Was? Kann ich was tun? Hilfe? Was hätte Gronkh jetzt getan? Beziehungsweise, was hat er jetzt getan? Ich weiß nicht, was das mir bringen soll, durch die Kamera zu schauen. Untersuchen. Ich dachte, dass ich die vielleicht wenigstens bewegen kann, irgendwie um diesen Vorgang da vielleicht auch vor und zurück zu spulen. Wohl nicht. Dann lassen wir das erstmal so. Also. Da ist rotes Licht. Das signalisiert Gefahr. Das Bild ist hier so ein kleines bisschen verzerrt, glaube ich. Oder es gibt zumindest hin und wieder mal Verzerrung. Das ist ein Plattenspieler. Kennen viele noch von früher. Ich hörte, es gibt sogar Leute, die Schallplatten sammeln. Wunderschön, diese riesigen schwarzen CDs. Okay. Spaß beiseite. Jetzt wird's ernst hier. Jetzt wird's ernst. Das ist ein sehr, sehr schönes Porträt von einem paar Augen. Mit einer Nase. Wer auch immer das ist. So. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich das gesagt. So. Also, das ist eine wunderbare 3-Sitzer-Couch. Aber da passen mindestens 6 Leute drauf. Das ist... Das sieht auch so ein bisschen so aus wie irgendwas, das im ersten Teil rumgelaufen ist. Tja. Nun gut. Was haben wir da? Ein Lämpchen? Ach nee, da geht's auch rum. Geht's da in den gleichen Raum wie da vorne? Ja, okay. Es ist eine Verbindung da. Da liegt was. Da liegt was. Was denn? Holz. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Ach, da ist eine Tür dahinter. Das Regal kann man verschieben. Wunderbar. Mache ich jetzt aber erstmal nicht. Mache ich gleich. Ich möchte erstmal da in diese merkwürdige Drogenküche reinschauen. Zumindest sieht es aus wie eine Drogenküche. Ja. Da ist was. Information 1 von 40. Wer immer das war, hatte Spaß daran. Das ist das, was wir eben schon gesehen haben. Allerdings nur ein Standbild davon ist irgendwie langweilig. Anführer des Suchteams, er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Er muss von der Kamera... Nee, doch, das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Es ist ein Horrorspiel, deswegen ist das möglich. Okay, ich bilde mir ein, dass ich mit diesem Bild... Moment mal. Also man kann es umdrehen mit L, also mit dem linken Stick in dem Fall. Will ich das Licht ausmachen? Und Zoom L2, das heißt, ich kann daran zoomen. Ja, hat er das Bild jetzt eingesteckt oder liegt es wieder da? Auf jeden Fall habe ich irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich das in Verbindung mit der Kamera vielleicht benutzen kann. Was das allerdings triggert, wenn es überhaupt was triggert, weiß ich nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Was haben wir hier? Spind? 2 Spinte? Zumindest sowas ähnliches wie Spinte. Das ist gar nichts. Wer hätte das gedacht? Jetzt sah es einen Moment so aus, als wäre das jetzt tatsächlich so stehen geblieben, wie es auf dem Foto war. Ich probiere das jetzt nochmal zu checken. Hier ist aber...
Ah, ich kann den selber auch noch untersuchen. Es ist wunderschön. Was habe ich jetzt davon? Ja, aber. Der Anführer des Teams. Ah. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Okay. Ich frage erneut, was bringt mir das? Mysteriös. Ich hatte eigentlich gedacht, dass während ich hier in diesem Dings stehe, ich eventuell die Kamera benutzen kann, aber wenn ich das tun will, verlasse ich diese Sequenz. Von dem her, ja, weiß jetzt nicht genau, gerade wie ich hier so wirklich weiterkomme. Das ist wunderschön, das Spiel hat noch nicht mehr richtig angefangen, ich stecke fest. Aber vielleicht ist das Problem ja schneller gelöst, als ich das glaube. Das macht eigentlich meine Qualität, die ist noch gut, alles klar. Ja, also ich bin jetzt, wie gesagt, relativ unwissend, was hier zu tun ist. Ich muss da irgendwas in dieser Zeitlupensequenz da machen, bin ich überzeugt. Irgendwas muss da passieren. Aber was zur Hölle denn? Es hat eventuell auch was mit dem Foto zu tun. Dass man ihn vielleicht in dieser Position irgendwie stoppen muss oder keine Ahnung was. Wir lassen uns einfach mal treiben. Gehen nochmal da rein. Es muss ja einen Grund geben, warum das jetzt so geworden ist. Kann ich den noch sonst irgendwo berühren? Und ja, mit der Kamera Fotoschießen. Bitchbash, das hatte ich ja eben schon probiert. Sobald ich hier rausgehe, bin ich aus dieser Sequenz draußen. Aber du hast natürlich recht, ich kann es natürlich trotzdem mal probieren. Aber hier steht nichts. Nichts von Foto machen oder sonst was. Also ich bin relativ... Also kein Plan. Null Checkung. Muss ich das Licht anders machen? Muss ich das Ding hier bewegen? Was soll mir das denn bringen? Rangezoomt habe ich jetzt mal. Das ist ja ein bisschen traurig jetzt gerade auch, ne? Da geht ja hier nichts voran. So. Ich probiere jetzt einfach mal vielleicht durch diese Tür zurückzugehen. Vielleicht ist das ja einfach so. Nö, das ist nicht so. Oh, die ist jetzt zu. Ja, okay. Also ich kann schon mal nicht zurück. Die Bilder? Vielleicht ist was mit den Bildern. Jawohl, bis später. So. Also. Ich bin nach wie vor relativ hilflos. Aber es kann so schwer nicht sein, also so extrem schwer ist The Evil Within eigentlich nicht. Also keins der vorherigen Spiele hat extrem komplizierte Rätsel oder sowas gehabt. Es gab hin und wieder ein paar Sachen, wo man ein bisschen probieren musste zuerst, bevor es funktioniert hat. Da liegen Sachen am Boden, wieso gucke ich mir das denn nicht mal an? Nö. Oh, da kann ich was benutzen. Natürlich das Regal, ich bin so bescheuert. Das habe ich ja vorher schon gesehen. Okay. Also. meine Wenigkeit hat einfach ignoriert, dass vorher schon ein vor eine Tür geschobenes Regal gefunden wurde, welches offensichtlich beweglich ist. Ich freue mich sehr, dass ich das Mysterium gelöst habe. Bin auch ein bisschen stolz. Allerdings auch ein bisschen traurig. Naja.
Heiland, sagt wie heißt das Ding? Nase juckt. Ist ja unfassbar. Da geht's lang, da geht's nach oben. Da geht's auch wohin, aber da ist eine Gittertür. Schauen wir uns an. Gittertüren sind interessant. Da gibt's Fächer. Die scheinen aber im Moment oder aber auch generell uninteressant zu sein. Hier geht mal nichts. Okay. Gehen wir mal rauf. Wir sprinten. Soweit die Füße tragen. Egal, ich krieg das hin. Vielleicht gesellt sich ja der eine oder andere Zuschauer noch zu mir. Telefon! Telefon! Das ist ein Telefon. Gehen wir doch mal ran. Alle gehen weg, jetzt wird's spannend. Hallo? Scheiße. Wer war das? Ich glaube, das war Gronkh. Naja. Da ist nichts. Hier ist ein Tisch. Kann ich das nochmal benutzen vielleicht? Zurückrufen? Nö. Von daher, da ist eine. Moment, jetzt muss ich. Ich bin hierher gekommen, glaube ich, gell? Nee. Wo bin ich denn hergekommen? Orientierung war noch nie meine Stärke. Das sieht aber so aus, als wäre ich da mal noch nicht gewesen. Kann ich das wegschieben? Nö. Manuela Ruberto. Okay. Meines Erachtens hat die aber nichts mit diesem STEM-Team zu tun. Oder mit diesem Mobius-Team. Ja, gehen wir doch einfach mal die Treppe hoch. So wie wir es ursprünglich geplant hatten. Eine Hand. Wunderschön. Also die Bilder sind eigentlich alle relativ komisch, ne? Also da scheint jemand doch einen Hang zum Gewalttätigen zu haben hier. Da könnte ich drunter durch, wenn ich das wollte. Im Moment will ich das aber nicht. Ich kann nämlich da rein, vielleicht. Hilfe! Helfen Sie mir! Wer bist denn du? Hey! Verdammt! Was geht hier vor sich? Wer ist das? War das die Manuela? Es geht auch noch weiter hoch. Wunderschön. Die Tür ist jetzt tabu. Ich gehe mal hier rüber. Irgendwann. R1 ducken. Okay, wenigstens steht es jedes Mal da. Sonst würde ich auch noch vergessen, wie man sich duckt. Hallo? Information 2 von 40. Verzierter Brief. Verzierter Brief heißt das, okay. An Bewerber S.V. Herzlichen Glückwunsch. Wahrheitssuchender. Es ist relativ klein, die Schrift. Es fällt mir ein bisschen schwer, das von hier aus zu lesen. Deswegen nicht böse sein, wenn das ein bisschen abgehackt gelesen wird von mir. Manche Wörter sind nicht deutlich erkennbar. Also nochmal. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, dass auf der nächsten Wissenschaft das. Nee. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen MU Center, um vom Bewerber auf Probe zum MU Schüler aufzusteigen. Das klingt alles nach Kindergarten, Leute. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Reinigungszeremonie, das klingt okkult. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt: Lügen, alles Lügen. Lies, all lies. Ich brauche das nicht mehr umzudrehen und kann lesen, was da steht. Okay. L2 zoomen. Bringt mir die Zoom-Funktion überhaupt was bei solchen Dokumenten? Kann ich gleichzeitig das Ding umdrehen? Das ist ein Symbol darauf, ein interessantes, ne? Details? Achso, das sind die Details. Okay. Was haben wir denn hier? Eine wunderschöne Vase. Grand
Grand Hotel oder irgendwie sowas heißt das wahrscheinlich. Hier ist auf jeden Fall mal nichts Interessantes mehr. Zumindest nicht im Moment. Das heißt, wir begeben uns in den nächsten Stock. Okay. Da ist mal nichts. Außer ein schöner Sessel. Das eigentlich auch nichts. Oh, hallo. Das sieht aber schön aus. Das ist eine Tür. Die ist offen. Eine rote Tür. Und rote Schleier hängen da rum. Geht's hier was? Geht hier was? Nee. Oh, mein. Das erinnert mich ein bisschen an The Cell. Ganz ehrlich. Ist gar keine Tür. Das ist ein Vorhang, der da herumweht. Also. Wenn ich es... Nee, ich weiß es nicht besser. Das ist doch von Twin Peaks abgeguckt, Leute. Das ist doch irgendwie von Twin Peaks abgeguckt. Das ist doch die Red Lodge. Hört doch auf! Oder die Black Lodge. Irgendeine von den Lodges halt. Na, da haben sie wohl ein bisschen von David Lynch abgeschaut hier. Aber soll ja gut sein. Sie wissen wenigstens, dass sie qualitativ hochwertige Sachen hier abgucken. So, dann geht's durch diese Tür. Mensch, wir kommen ja richtig voran hier. Klasse. Ich geh mal rein. Hi. Wer sind Sie denn? Ah ja. Ein Kameramann. Scheiße. Mit einer Kamera dran. In Deckung gehen und Deckung verlassen. Kreis in Deckung gehen, Deckung verlassen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol, Abbildung 1, erscheint, wenn du dich vor einem vor einer gültigen Deckung befindest. Eine gültige Deckung, okay. Ich kann sogar umblättern. Bewegen in Deckung. Linker Stick an Deckung entlang bewegen, Ecken umrunden. Wenn du in der Nähe einer Ecke in Deckung bist, wird ein Pfeil angezeigt. Bewege dich mit L in die angezeigte Richtung, um die Ecke zu umrunden, ohne die Deckung zu verlassen. Okay. Probieren wir gleich aus. Ja. Oh Gott. Vielleicht. Kann ich hier weggehen? Nochmal. Nochmal in Deckung. Beziehungsweise das macht er jetzt automatisch. Was war das? Ja, aber warum machst du das denn auch? Das habe ich doch eben gemacht. So. Entschuldigung, habe ich nicht gemacht. Das ist falsch gemacht. Ich bleib mal hier. Wo geht's denn hin? Ich gehe mal lieber hier. Okay, was für ein war das? Vielleicht der Teufel. Okay. Ich würde gern aufstehen. So. Okay, der macht offensichtlich schlimme Sachen, dieser Mann. Bringt Leute um, macht dann ein Foto davon und dann sind die quasi auf ewig in ihrem Tod gefangen. Jetzt stellt euch das mal vor. Die sterben. Die ganze Zeit. Die haben die ganze Zeit die Schmerzen. Oh mein Gott. Wie der Anführer des Teams. Ja, ja, da war schön den Wanst aufgeschnitten hier, ne? Und der ist auf ewig... Nee, das ist nicht schön. Also der erlebt jetzt permanent den Todesstoß sozusagen, wenn man so will. Also das ist schon kacke, ne? Okay, ein Haufen Rahmen ohne Bilder.
Würde mich nicht wundern, wenn da im Laufe des Spiels irgendwie wieder immer wieder mal Bilder dazukommen oder so. Dem Mann kann ich leider nicht mehr helfen, deswegen durchschreite ich jene Tür. Oh. Na gut. Ich muss einen Weg herausfinden. Was du nicht sagst. Moment, habe ich da... Ich sehe doch immer wieder... Ach, ich muss nach unten! Da, dieses kleine Pfeilchen da, dieses gar winzige Pfeilchen. Okay, da unten ist tief schwarz, da brauche ich nicht hingehen wollen. Bringt's was, die Bilder anzuleuchten? Weiß man ja nicht. Manchmal müssen wir Dinge einfach anleuchten, dann tut sich was. In dem Fall nicht. Ich habe hier... Jetzt habe ich ihn nicht mehr da, aber eben war da so ein klitzekleiner Pfeil... Ja, von dem ich eigentlich dachte, dass er mir die Richtung zeigt, in die ich gehen muss. Aber vielleicht ja auch nicht.